Am 11. Juni fand die 9. Preisverleihung des Businessplan-Wettbewerbs Liechtenstein-Rheintal an der Universität Liechtenstein statt. Innovation ist ein zentraler Faktor in einer Volkswirtschaft und unsere Volkswirtschaft Liechtenstein ist eingebettet ins Rheintal. Und das Tolle an dem Businessplan-Wettbewerb ist, dass eben grenzüberschreitend, wie man auch die Arbeitsplätze bei uns im Land mit Arbeitnehmern aus der ganzen Region bestücken kann, dass wir auch einen grenzüberschreitenden Ideenwettbewerb haben, das heisst aus Vorarlberg, aus der Schweiz, aus Liechtenstein selber und sogar teilweise aus Deutschland Leute haben, die hier Ideen bringen und ein Geschäft möchten aufbauen. Und für uns ist es natürlich sehr wertvoll, dass wir weit über Grenzen aus Ideen abholen dürfen und eventuell hier zu einer Firmengründung führen, was Arbeitsplätze schafft, aber auch Steuereinnahmen generiert. Die Regierung unterstützt die Universität, unterstützt das KMU-Zentrum und die Regierung unterstützt auch ganz direkt den Businessplanwettbewerb finanziell, aber auch, indem man, wenn Not am Mann ist, wenn weitere Bedürfnisse da sind, sei es räumlich oder sei es auch personell, zum Beispiel mit der Anwesenheit heute als Wirtschaftsminister, dass man Preise übergibt, versuchen wir auf allen möglichen Ebenen das zu unterstützen, weil es wie gesagt sehr wertvoll ist. Wir haben ja mit der Universität Liechtenstein eine tolle, international ausgerichtete Universität hier im Land, die vor allem Wirtschaft und Bauwesen, Architektur, Raumplanung abdeckt. Und auf der anderen Seite haben wir Industrie hier im Land. Wir haben ja fast 40% Industrie und Werkplatz, das ist eher Technologie. Und mit dem NTB Books haben wir eben eine ideale Ergänzung zu der Uni Liechtenstein, wo eben die technische Seite abdeckt. Und die Zusammenarbeit zwischen der Uni Liechtenstein, Betriebswirtschaft und dem NTB, wo wir zusammen mit dem Kanton Graubünden und dem Kanton St. Gallen die Trägerschaft ausüben, das ist ideale Ergänzung im Bereich Technologie. Ich muss sagen, ich bin über den Sieger sehr glücklich. Das Projekt vom Sieger hat mir natürlich, muss ich sagen, hat mir auch bei der Präsentation gleich Eindruck gemacht und die Idee habe ich bestehen gefunden. Ich bin auch schon oft durchs Städtli von dort gelaufen und habe gedacht, mein Gott, gibt es kein gescheites Souvenir von unserem Land. Einmal irgendeine neue Idee, neue Sachen, die wir können schenken können, gerade wenn wir Besuch haben aus dem Ausland. Und von ihm her ist das eine bestehende Idee. Also für mich hat die richtige Gruppe gewonnen. Es ist ganz wichtig, dass wir junge Unternehmen weiter aufbauen, fördern, damit die nächste Generation der Held ist und der Howeis daherkommt, damit wir wirklich eine starke industrielle Basis behalten, dass wir aber andererseits auch Dienstleistungen fördern. Und die Kombination ist für uns absolut wichtig. Und daher legen wir so viel Wert darauf, dass der wirklich jedes Jahr stattfindet. Unsere Geschäftsidee ist eigentlich sehr nach. Es ist das Liechtenstein. Wir machen einen Souvenirshop mit authentischen Liechtenstein-Souvenirs, wo wir dann bei uns im Laden im Städtli 35 vis-à-vis vom Kunstmuseum neben dem Porzellan Öri verkaufen würden. Das ist zum Beispiel unser Land. Man sieht, es ist super. Es ist so klein, dass man es in der Hand haben kann, aber gleich irgendwie gross genug, dass man darauf noch erkennt, wo man eigentlich wohnt. Dass man sieht, ja, ich bin jetzt von Balzers oder von Vaduz oder von Eschen. Das wäre jetzt etwas. Oder wir haben oder Fokus, dass wir, das wäre jetzt ein eigenes Produkt, dass wir eigene Sachen kreieren und dann produzieren und in unserem Laden verkaufen. Aber auch, dass wir mit lokalen Herstellern, wo es eben, wie ich gesagt, viele Sachen schon gibt, zusammenarbeiten wollen. Wie zum Beispiel ein Keramikschädler, der sehr schöne Keramik herstellt und hier im Land produziert. Oder ein Kaffeedemmel, der selber röstet. Oder Peter Leimbacher aus dem Tresenberg, der selber Papier schöpft. Und ja, das sind so Sachen, die wir bei uns im Laden gerne anbieten möchten. Wir sind jetzt noch dran, um mit ihnen zu entwickeln, aber auch schon sind wir schon dran, um die Produktion eigentlich aufzugleisen, weil ja, im Oktober ist dann die Eröffnung im Städtli.